Jo, servus Leute, zum weiteren Paladoschen angezockt. Wir zocken heute dieses Mal ein weiteres Game der Nintendo Land Collection. Und dieses Mal zusammen wieder mit meiner kleinen Tochter Svenja und meiner kleinen Tochter Erik, aber ich bin nicht die Tochter, ich bin der Bruder von der Svenja. Okay, starten wir mal los. Irrgarten, dieses Level starten. Jawohl, ja, spielen. Wir zocken hier Mario Chase. Jeder drückt 2 auf der Fernbedienung. Und los geht's. Das Ganze geht darum, der Spieler mit dem Gamepad, also in dem Fall ich, spielt Mario und versucht wegzurennen, während die Toads... Oh, ich sehe gerade, ich habe die Kamera hier noch an. Machen wir hier mal aus hier. Während die Toads, die beiden Gegenspieler, am TV zocken und versuchen, mich zu fangen. Ich als Mario muss versuchen, permanent auszuweichen und das... Das Finger, das ist der Blau. Der rennt zu Rot. Ach man. Gar nicht wahr. Doch. Die doofe Steuerung mit dem Steuerkreuz geht kaum. Ich bin bei Grün. Nein, du bist bei Rot. Du rennst gerade zu Gelb. Ja. Lüge. Hilf mir. Da, da, greif ihn an. Da. Komm mir bedrohlich nah, die Kleinen. Was ist das weg? Ich darf nicht den Stern holen. Bleib beim Stern, wenn ich... Ich möchte dazu noch erwähnen, dass ich auf dem Gamepad ein anderes Display habe, einen anderen Screen wie auf dem TV. Aber was genau auf dem Gamepad zu sehen ist, kann ich euch nicht zeigen, da ich das Gamepad nicht capturen kann. Ach Mann, Hilfe! Und der Erik ist mir verdammt nah auf den Fersen. Ja, macht es. So habe ich zumindest eine reelle Chance. Das will ja helfen, ja. Ist doch scheißegal. Ja, bleib nur du beim Stern. Nein, nein, ja. Ich komme. Auf welche Farbe ist er? Ich bin gelb. Gelb. Er rennt zu Rot. Er ist bei Rot. Nein, geh zum Stern. Bleib beim Stern. Eine Minute noch. Ach Mann. Hilfe. Eine Minute noch. Ach Mann. Und der Stern ist weg. Ein Gut. Dann komm her. Wo ist er? Bei Gelb unten. Nein. Hilfe. Jetzt kommen sie zu zweit. Sie kommen mir bedrohlich nah. Hilfe. Gefährlich. Noch eine halbe Minute. Nein, das schaffen wir nicht. Schafft ihr nicht? Oh Mist. Jetzt habe ich Mist gebaut. Da. Ach nein, schaffen wir nicht, Sänger. Doch, wir werden es schaffen. Es wird gefährlich. Aber ich muss noch 12 Sekunden durchhalten. Und ich? Oh oh. Papa, lass dich einfach fangen. Nein. Jetzt holt er mich nicht mehr ein. Schade. Beendet. Mist. Erfolgreich ausgewichen. Jetzt dürfte man das Ganze hier in einer Art Übersichtszusammenfassung sehen. Mario gewinnt. Sehr schön. Und vorhin haben wir eine Runde ohne Let's Play. Ich habe mehr... Aber wir gewonnen. Ich habe mehr Skill als 2 kleine Kinder. Ja, ich habe dich doch gleich am Anfang gefunden und die ganze Zeit durchgejagt. Ja, hier sieht man es schön. Wie ich weggerannt bin. Ja, kann ich stolz sein, ne? 2 kleine Kinder besiegt. Schau, ich war so nah bei dir. Ja, du warst. Du warst mir so nah wie noch nie in meinem Leben. Ha, ich bin näher. Es ist halt doof mit der Steuerung, das Steuerkreuz. Ja, es ist immer die Steuerung, ich verstehe schon. Ja, das kann man hier kaum spielen. Spiel du mal so. Ich war auch sehr nah bei Papa. Ja. Mit so einem Ding geht's einfacher. Also dieses Spiel hat einen erzwungenen Mehrspielermodus. Es ist nicht möglich, dieses Spiel alleine zu spielen. Drum mache ich hier ein kleines Together mit meinen Kiddies. Da ich ja euch die Nintendo Land Serie, die Nintendo Land Games, so nach und nach präsentieren möchte und es Spiele drauf gibt, die eben nicht alleine spielbar sind, muss ich mir immer willige Opfer suchen, die mit mir ein Video erstellen. So, wir nehmen gleich die nächste Runde. Ja. Schlammpark. Ja. Und starten. Schlammpark, die Regeln sind dieselben.
nein. Die Batterieleistung lässt nach, das ist aber ungeil. Bei welchem? Mir. Beim Erik. Aber es müsste noch reichen für dieses Video hier, bevor wir die Batterien wieder wechseln. So, Mario hat wieder einen kleinen Vorsprung. Darf ein paar Sekunden rennen. 10. Geht nicht so. Genau, 10 Sekunden habe ich Vorsprung, bevor sie mich einholen. Wie machst du das? Auf 2, so fängt man ihn. So, nun dürfen die Toads losmarschieren. Ich werde mir einen Schlamm. Und suche einen Schlamm. Svenja, der ist bei grün. Er geht durch Schlamm. Er ist bei grün. Ich sehe ihn. Nein! Jetzt ist er bei der anderen Farbe. Ja, ganz gefunden, ganz gechillt. Jetzt haben sie mich eingeholt. Der ist einfach durchgerannt. Ganz gechillt, sagt er. So sieht's aus, wenn Mario verliert. Da freuen sich die Toads. Das war irgendwie einfach. Und hier können wir uns nochmal die Übersicht anschauen. Erst habe ich mich da hinten versteckt. Und ich habe dich sofort gesehen. Und dann bin ich gerannt. Und ich auch. Obwohl ich durch den Matsch musste, habe ich dich gefangen. Ja, Sauerei. Ich wollte dann noch dahin und dann ist der Papi schon gefangen. Aber es passt gut. Ja, da bin ich im Schlamm. Da können wir uns dann nämlich noch das dritte Level anschauen. Rutschhügel? Ja, das ist cool. Ja, so. Rutschhügel. Selbe Spielprinzip, andere Map. Rutschi-dutschi. Aber lustig, lustig. Damit kann man Stunden verbringen mit diesem Game. Zu zweit, zu dritt, zu viert. Macht riesen Spaß. Und wenn man alleine gegen den Mario spielt, also einer gegen Mario, dann kommen so Hilftoads. Yoshis. Yoshis, genau. So, und los geht's. Rutschparty! Rutschparty auf Doom. Wie geht's? So, einfach die Rutsche entlang. Da muss man keine Knöpfe drücken. Doch. Nein. Doch. Zum Rutschen muss man nichts drücken. Doch. Nein. Ja, doch. Was willst du denn drücken? Da muss ich etwas drücken. Oh, Erik hat mich schon wieder aufgespürt. Er ist bei grün. Komm schnell. Okay, ich renne zu grün. Er ist bei blau und jetzt wieder bei grün. Blau, grün, okay. Er rutscht. Ach Mist. Bei welcher Farbe? Bei grün. Grün, Attacke auf grün. Da bist du, ich hab dich gesehen. Er ist bei gelb. So, jetzt bin ich für kurze Zeit unverwundbar. Ach nein. Das heißt, die Toads sind jetzt nicht in der Lage, mich zu fangen. Genau, Superstern. Super, 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 super. Mario läuft auch minimal schneller. So. Ah, ich sehe ihn, er ist bei Rot. Ich spüre ihn auf. Ach, Hilfe. Er ist bei Blau. Eine Minute noch. Eine Minute noch. Weißt du noch, wo er ist? Ja. Springer! Mann! Du bist mit zu einem, hätte er von. Das ist der grün. Ich bin ja. Nein! Das ist der blau! Attack auf blau! Das ist der 25 Sekunden noch! Stehen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ende. Ende Gelände. Scheiße. So Leute, das war eine kleine Präsentation
von Mario Chase. Ein lustiges kleines Fun-Game. Gucken wir uns noch kurz die Übersicht an und dann beenden wir dieses Angezockt. Schau, ich weiß immer, dass du hinter mir bist. Das weiß ich immer. Ja, was du nicht alles weißt. Ah, rennt er mir nach, da rennt er mir nach und ich schnapp mir todesmutig schnapp ich mir den Stern. Todesmutig? Schau, da bin ich ja wichtig drin. Und schon bin ich weg. Ja, ich hab da auf dich gewartet und dich dann wegrennen sehen. Ja, weil ich hab dir gesagt vorhin. Ja. Dann bin ich aus Versehen da hoch und dann... Ach so, du bist wieder nach hinten. Ja, das hätte ich hab dir gesagt, du sollst zum Blauen. Ich habe da gewartet und ihr habt mich gesucht. Ich habe dich gesehen. Oh Gott, ich schau, ich bin immer ganz knapp bei ihm. Und das war's. Tschüss. Ach Mist. Jawohl. Okay, Leute, das war die Geschichte mit Mario Chase. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen. Und ich sag Servusle. Bis zum nächsten Mal. Eierdosten. Das muss dann noch Eierdosten sagen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen.